Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Das Volk stellt die Leichenbox von Unherz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das Volk stellt die Leichen von Unherz. Das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das sechste Album der Band. Wir haben hier eine schwarze Metallbox. Auf der oberen Seite hier lesen wir Unherz, darunter den Albumtitel Das Volk stellt die Leichen. Und dann haben wir hier noch eine Szene, ja, wir haben hier rechts einen Raben, so wie es für mich aussieht. Dann hier einen Totenkopf und hier dann noch eine Wiese. Also sieht so ein bisschen nach Friedhof, eventuell so nach Grabsteinoptik aus. Auf jeden Fall das Thema Tod. Rundum die Box hier in diesem schwarzen Hochglanzdesign. Und auf der Rückseite haben wir hier so ein, zwei Aufkleber. Und zwar lesen wir hier einmal Unherz, das Volk stellt die Leichen, Limited Deluxe Fanbox. Also hier haben wir den Inhalt aufgelistet. Unherz, das Volk stellt die Leichen, CD im Digipack. Edelstahl Flachmann im Unherz Design, drei Gitarren Plektrum mit Unherz Logo und zwei Sticker. Die Box ist limitiert auf 333 Stück. Okay. Und dann haben wir hier noch die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze ist erschienen über Laute Helden. Dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Hier oben der Boxdeckel lässt sich aufklappen. Als erstes haben wir hier einmal Luftpolster, die dafür sorgen, dass der Inhalt hier nicht rumfliegt in der Box. Und dann haben wir hier zum einen mal den Flachmann, der kommt hier in einer Luftpolsterfolie. Dann haben wir das Album an sich im Digipack. Die drei Plektren. Und dann haben wir hier noch die beiden Sticker. Jawohl. So, von innen die Box in Silber. Dann machen wir die Metallbox mal zur Seite. Und starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist hier ja noch in Folie. Holen wir mal hier aus der Folie. Hier zum Beispiel an der Schweißnaht. Das bietet sich immer gut an. So, wunderbar. Also, das ist es, das sechste Album der Band. Das Design ist das, was wir schon vom Boxdeckel kennen. Auch hier muss ich sagen, ja doch, ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie so ein Grabstein. Sieht für mich hier noch mehr so aus als auf dem Boxcover, weil hier kommt das wirklich noch besser zur Geltung. So von den Farben her sieht für mich so nach Grabstein aus. Unherz, das Volk stellt die Leichen, Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 14 Stück an der Zahl. Dann hier oben die Logos, einerseits vom Vertrieb, andererseits vom Label. Dann haben wir hier noch groß das Unherz-Logo im Hintergrund und darunter dann noch den Barcode. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Jawohl, wir haben hier die einzelnen Tracks mit den kompletten Lyrics abgedruckt. Dann haben wir hier noch die Infos, wer hier sich für das Lied verantwortlich zeichnet. Und dann haben wir auch noch Fotos im Hintergrund. So sieht das aus. Also das Booklet hier komplett mit den Lyrics ausgestattet. Wunderbar. Und dann haben wir hier noch die einzelnen Bandmitglieder auch immer wieder abgebildet. Und eben jede Menge Lyrics. So, zum Abschluss gibt es dann hier noch die Infos zum Album, die Credits und die Logos der Unterstützer bzw. der Beteiligten. Hier auch nochmal die Tracklist. Dann hier das alternative Unherz Artwork mit diesem gehörnten, geflügelten Herz. Also für mich ist nämlich das hier das Logo von Unherz. Eventuell war es das früher mal mit dem gehörnten Herz. So, dann haben wir das hier. Das ist die CD.
Auch hier lesen wir natürlich wieder, das Volk stellt die Leichen. Und dahinter gibt es wieder das große Unheilslogo zu sehen. Okay, wir kommen zum nächsten Boxinhalt und das ist ein schwarzer Flachmann. Das habe ich so auch noch nie gehabt. Also Flachmänner, klar, gab es schon jede Menge in Boxen. Allerdings in Schwarz habe ich so einen Flachmann noch nie gesehen. Und was mich auch besonders freut, ist, dass man hier mal es geschafft hat, das wirklich hier auch in Farbe so drauf zu machen. Also hier dieses Unheilslogo mit dem Raben drauf. Das ist hier aufgedruckt und die normalen Flachmänner, also die so in den Boxen normalerweise so finden, sind hier tatsächlich dann Silber und haben vielleicht irgendwie den Schriftzug oder irgendein Logo so eingeprägt in Silber. Aber dass man wirklich hier eine andere Farbe gewählt hat für den Flachmann und dann auch noch hier so einen bunten Aufdruck, das sehe ich ehrlich gesagt zum ersten Mal. Hier lesen wir dann noch Stainless Steel, also Edelstahl eben. Hier oben ist es in Silber. Hier kann man dann natürlich aufschrauben. Und dann entsprechend befüllen und den Flachmann dann verwenden. Gut, packen wir mal zur Seite. Als nächstes haben wir mit dabei zwei Sticker. Einmal diesen hier, der ist kreisförmig. Den kann man dann hier so aus diesem Quadrat rauslösen. Also weißer Sticker mit dem schwarzen Unheilslogo und dem Raben wieder. Und hier haben wir sogar die Internetadresse drauf. Und dann haben wir noch einen zweiten Sticker. Hier haben wir dann das Albumcover quadratisch abgebildet. Gut, und der letzte Boxinhalt, die letzten Boxinhalte, die kommen hier in so einer kleinen Plastikverpackung, in so einem Druckverschlussbeutel. Und zwar, wenn wir es hier öffnen, haben wir hier 1, 2, 3, 3 Gitarrenpleck drin. Auch im Unherz-Design, also hier wieder das Logo samt dem Raben. Haben wir hier in drei verschiedenen Farbvariationen. Einmal in so einem Goldbronze, dann einmal in so einem Perlmut, so weiß-silbrig. Und dann einmal in so einem, ja was ist das, türkis-blau. Sieht auf jeden Fall echt edel aus, die Farben. Und auf der Rückseite eben ohne Aufdruck einfach nur die Farbe. Ja, damit kann man seine Gitarre oder welches Instrument auch immer spielen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigten Gitarrenpleck drin, drei Stück an der Zahl. Dann die Sticker, einmal kreisförmig, einmal quadratisch. Also zwei Sticker sind dabei. Der Flachmann mit dem aufgedruckten Logo. Und natürlich das Album an sich. Das Volk stellt die Leichen im Digipack mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Das Volk stellt die Leichen von Unherz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unherz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.